Ja, moin moin, herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Und es ist ein Sichtdieb hier aufgetaucht. Und das natürlich mal wieder genau bei den Kindern. Ich weiß nicht, ob die Kinder irgendwie mögen oder so. Ich habe da wirklich keine Ahnung. Aber wir werden ihn verteidigen müssen, weil der wird alleine hier nicht weit kommen. Oh, und da ist auch schon der nächste. Sehr schön. Konnte Marthrix sich sogar noch ein bisschen revanchieren. Oh! Max ist hier, das heißt, er kann gleich verteidigen. Sind nämlich noch ein paar mehr, wie es aussieht. Oh, oh, oh! Holy cow, das sind doch ein bisschen mehr. Ja, shitte. Ich glaube, jetzt müssen wir nochmal eben reingehen. Ich meine, die halten nicht allzu viel aus, aber das waren doch schon einige. Also gefährlich sind die vor allem für die Kinder. Für die anderen geht's eigentlich. Gut, wenn es keine Nahkämpfer sind, trotzdem scheiße. Vor allem, wenn es 3, 4 Sichtdiebe sind. Aber ohne sind die nicht. Aber wir haben wieder einen Splitter gekriegt. Diesmal auch keinen zweiten Schrei. Das heißt, wir haben 2 Splitter bekommen für 2 verschiedene Angriffe. Du hast eine Entität zum... Achso, wir brauchen A. Ghoul-Infusion, Ghoul-Verbesserung nehmen wir dann. Und wir haben den Deadlife-Staub. Damit könnten wir ja Schlurfer erzeugen, die nur Gegner angreifen. Ja, machen wir mal. Das ist interessant. Ja, die Mechs wurden komplett zerstört. Also nicht komplett, aber im Sinne von, sie wurden ganz schön ramponiert und können nichts mehr machen. Die halten halt auch ganz schön was aus, ne? Ich möchte die eigentlich verarbeiten, aber die liegen auch ewig draußen rum. Missy schläft gefühlt 3 Jahre. Haben wir noch jemanden, der kochen könnte? Ja, Esai könnte kochen. Hat aber auch sehr viele andere Verpflichtungen. Also müssen wir es eigentlich bei Missy belassen. Geht ja auch nur um Schlachten eigentlich. Aber weil die vergammeln sonst und das wäre ja ziemlich schade. Ja. Verdirbt in 2 Tagen. Also jetzt nicht ganz so schnell, aber schnell. Schnell genug. Gut. Ansonsten haben wir hier unten noch ein bisschen, ich glaube, Plastahl und... Gibt es neue Bluttexturen?
Hier sind so Schleifspuren drauf. Ja? Da zum Beispiel hier. Und wir können die luftdichte Kiste noch aufmachen. Die haben wir auch noch nie aufgemacht. Die Granitstähle können wir noch kaputt machen. Wie geht's eigentlich Coyote mit dem Kind? Ja, ganz gut eigentlich. Der Blutverlust ist jetzt nicht so optimal, aber der regeneriert sich. Ist nur noch ganz leicht. Haben wir Kalkstein auf der Karte? Ja, haben wir. Können wir also auch kaputt machen. Die Kalkstein-Dinger können wir kaputt machen. Das können wir alles frei machen hier. Mysteriöse Fracht. Ein Fertigkeitstrainer für Tiere. Das finde ich interessant, weil wir haben Tiere. Und wir wollen eigentlich auch, dass sie sich fortpflanzen können. Nur, dass die halt versorgt werden. Oh, wir haben sogar ein... Oh, wir haben Fohlen schon gekriegt. Ui, wie schön. Ich denke aber, dass wir das hier noch zubauen sollten irgendwie. Aber egal. Nur so ein Gedanke. Missy ist immer noch am Verarbeiten. Das ist sehr gut. Merkt man aber auch, wie viel das einfach ist. Wir haben ja immer noch 4 Leichen. Aber egal. Kommen wir zur... Also weicht aus. Es wird kein goldener Würfel sein. Den haben wir schon. Aber was soll sonst sein? Eine Biomutationslanze ist schon ziemlich stark. Das wäre... Ist eigentlich wert. Wir gehen in ein ziemlich großes Risiko damit ein. Und... Ja, wir machen das mit dem Schlachten mal eben kurz weiter. Wir müssen die Leichen loswerden. Ist zwar schlechte Laune für Missy, aber was soll ich machen? Ich bin da gerade noch am Überlegen, ob wir die Quest machen. Wir haben hier gerade einen netten Großhändler. Und ich will euch mal die Bücher zeigen, die er so anbietet, weil die verdammt gut sind. Einmal gibt es hier eine Drogenherstellung und Mörser. Dann nochmal Tiere und Pflanzen, finde ich ehrlich gesagt alles ziemlich gut. Und hier nochmal ein bisschen Entspannungsfaktor. Aber das ist schon verdammt gut. Und die ganzen Organe finanzieren das, die wir haben. Oder denen geben würden dafür. Wo habe ich die denn nochmal hin hier? Ihnen rübergegeben. Da. Und die Herzen sind vor allem unglaublich viel wert. Ihr seht ja hier da. Ein Herz, 800. Das ist schon brutal. Wir könnten noch ein bisschen Medizin gebrauchen. Aber... Ja, ich würde sagen, das reicht. Da haben wir jetzt schöne Bücher, die wir gut gebrauchen können. Passen hier noch sehr, sehr gut rein. In das... Da. Nur unser Lagerbot, der wurde immer noch nicht repariert. Was soll denn der Scheiß? Na, der Lastenheber meine ich. Der wurde hier immer noch nicht repariert. Für mich ein bisschen unverständlich, dass das nicht automatisch geschieht. Aber egal. Bei Masse und Maastricht würde ich sagen auch, dass sie erstmal transportieren eher. Wir müssen halt so welche Sachen relativ schnell reinbringen, weil die gehen sonst kaputt. Und das, ne, hier 53 von 60 schon, das geht super schnell bei denen. Na gut, hat der Lastenheber jetzt gemacht. Aber so an sich muss man da schon, ja, da haben wir neue Bücher. Sehr schön. Gut, wir müssen noch mal gucken, was die denn überhaupt sich hier geben sollen. Das geht bei Zuweisung. Ich würde sagen, wir sagen einfach alles. Und alles bedeutet... Naja, alles halt.
glaube, bei Tieren bringt das nicht viel, aber meinetwegen, wenn die da. Uiuiui, warum zur Hölle? Das freigelassen, weil ich dachte, das ist gut, aber anscheinend, beziehungsweise muss sein, dass das funktioniert, aber ich habe mich da wohl vertan. Das war was anderes. Ja. Das ist immer ein bisschen kacke, sowas. So, das ist außer Reichweite. Ich würde sagen, dass wir auch langsam mal mit den Diablos anfangen. Das fände ich ganz schön. Weil wir könnten wirklich mehr Unterstützung von den. Ja. Aber ehrlich gesagt, vielleicht haben wir auch gar nicht so viel Fokus momentan auf die Mechanoiden oder sollten nicht so viel Fokus drauf haben, sondern eher auf das neue DLC. Und hier haben wir einen Fertigkeitstrainer. Aber den braucht man nicht unbedingt, weil wir haben das Buch hier. Die Biomutationspflanze hingegen ist halt verdammt gut, weil da ein Arkotech-Splitter auch für verwendet wurde. Also, das ist schon nicht so schlecht, das Teil. Wollen wir das Risiko einfach mal eingehen? Warum eigentlich nicht? Allgemein ist diese Runde ja zum Lernen da. Wiedergängerwirbelsäule. Die mysteriöse Frat ist eingegriffen. Sie ähnelt einer dicken, gezackten menschlichen Wirbelsäule aus schwarzem, grob gegossenem Metall, das mit einer dunklen Flüssigkeit überzogen ist. Die Wirbelsäule vibriert bei Berührung und windet sich wütend. Du kannst sie auf einer Halteplattform studieren, um mehr zu erfahren. Ja, okay, dann muss ich hier halt einen töten, ne? Wahrscheinlich den Panzerstachler. Killen wir den mal. Ich denke, dass der nämlich, dass das ein Gegner ist. Ein Wiedergänger. Wiedergängerwirbelsäule, ja. Klingt nicht so cool. Weil ich kann ihn auch töten, oder? Hinrichten, ja. Braucht das, glaube ich, gar nicht. Hinrichten, ja, macht mal kurz Henry. Ich mach das dann mit Maxi rein. So. Und Maxi wird jetzt die Wiedergänger-Wirbelsäule. Ist das von einem toten Wiedergänger stammt? Du kannst die Wirbelsäule zerstören, um den Wiedergänger endgültig zu töten. Oder du befestigst die Wirbelsäule an einer Halteplattform und wartest, bis der Wiedergänger neu entsteht, um die gefangene Entität zu studieren. Ich will halt eigentlich nicht wissen. Ich habe ehrlich gesagt Angst vor diesen Wiedergängern. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen werden. Mindesteindämmungsstärke, ach, Mindesteindämmungsstärke 80. Hier haben wir 89. Ach, Leute, ich überlege mir das mal eben. Gut. Ich habe mich mal so ein bisschen informiert, ob wir das haben wollen. Es ist lustig. Aber ich wollte die Kolonie jetzt nicht komplett verlieren. Deswegen habe ich da so ein bisschen geguckt. Und ich würde sagen, wir fangen den ein. Beziehungsweise, wir brauchen den nicht mal einfangen unbedingt. Nur gibt es gewisse. Ja. Sachen, die wir erforschen können, die nur dann erforscht werden können. Es wird wahrscheinlich der hier sein oder mit einer von denen. Ich bin nicht sicher, welcher es ist. Auf der anderen Seite sind die Viecher wirklich sehr gemein.
Also wenn der da rauskommt, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein richtiges Problem. Und deswegen überlege ich, ob wir die vielleicht daran machen. Das Teil werden wir zerstören und werden da wirklich die Inhibitoren dran bauen. Weil wenn der da rauskommt, das ist der hier, dann wird es unschön. Dann wird das sehr, sehr unschön. Deswegen werden wir auch das hier wegmachen, weil Bioferrit ist es nicht wert. Da ist die neue Forschung. Mehr über Gedanken, Unsichtbarkeit des Wiedergängers, Gedankenlöschung. Da, Unsichtbarkeit des Wiedergängers. Wenn wir das hier erforscht haben, können wir die in einen Menschen implantieren. Das ist ganz interessant. Gedankenlöschung. Ermöglicht die Rekrutierung von absolut loyalen Gefangenen. Also der hat uns heftige Benefits gebracht hier. Aber Goldstudium abgeschlossen. Ui. Wieder was Neues. Wobei das Highlight, wir gucken uns das gleich in Ruhe nochmal an. Ich muss den mal eben kurz hier. Boah. Einmal ein Bild machen, dass der kommt nämlich aufs Cover, weil der hier ist unser. Eine Dürregestalt, unser Highlight, die Folge. Eine Dürregestalt aus vertrockneter Haut, die sich über den unvorstellbar großes humanoides Skelett spannt. Sein Name rührt daher, dass er jede Nacht wiederkehrt, um neue Menschen zu hypnotisieren. Nach außerweltlichen Überlieferungen ist der Wiedergänger ein unsichtbares Gespenst, das die Gedanken der Sünder einfängt und sie in eine lebendige Hölle verbannt. In der Geschichte können die Opfer nur gerettet werden, wenn die Kreatur im Schlaf gejagt und getötet wird. Ein unsichtbarer Wiedergänger kann durch Disruptorfackeln, Sprengstoff, EMP, Löschschaum oder Feuer enttarnt werden. So. Dann kann ich euch jetzt gar nicht so viel spoilern, wenn ich das erzähle, weil ich wollte euch das nämlich sagen, was der kann. Deswegen ist es eigentlich ziemlich dumm, den wieder zu beleben. Aber da wir die Forschung jetzt bekommen, die ziemlich gut ist, ist es vielleicht nicht so dumm. Weil wir können ihn jetzt auch exekutieren, theoretisch. Was sinnvoll wäre. Wir werden ihn noch exekutieren. Wir werden den nicht am Leben lassen, denke ich, weil wir bekommen von ihm eh nur Punkte. Also selbst wenn wir den jetzt studieren, bekommen wir da nichts Besonderes von. Ja. Das hier. Ja, wobei, wenn wir ihn nicht gefangen, also diese. Ja, das kommt jetzt drauf an, was wir damit machen wollen. Wollen wir zum Beispiel die Unsichtbarkeit des Wiedergängers haben, dann brauchen wir die. Die Wirbelsäule, genau. Sorry, ich habe momentan Kaffeeentzug. Da ist mein Gedanken, meine Gedanken sind ein bisschen langsamer. Werde ich am Ende der Folge noch ein bisschen drüber reden, wer das hören möchte. Jedenfalls, wenn wir die Unsichtbarkeit des Wiedergängers haben wollen, dann müssen wir ihn am Leben lassen. Das heißt, wir müssen die Disruptor-Fackeln erforschen, dann die Unsichtbarkeit. Eigentlich ist es ziemlich cool. Und eigentlich will ich das. Aber wenn der freikommt, dann haben wir ein riesiges Problem. Ein riesiges Problem. Genau, um darauf zurückzukommen, was der kann. Der sorgt dafür, dass ein Kolonist hypnotisiert wird. Und der kann dann nichts mehr machen. Der ist quasi tot. Und dann geht er weg und schläft. Und dann kommt er wieder und macht das mit immer anderen Kolonisten. Und der macht das immer wieder und immer wieder.
Und deswegen, der ist saumäßig gefährlich, wenn man nicht weiß, wie man mit ihm umgehen muss. Und das weiß ich noch nicht. Das weiß ich leider noch überhaupt nicht. Deswegen müssen wir mal schauen. Ich werde erstmal die Inhibitatoren hier bauen. Ich denke, dass ich auch 6 machen werde. Weil vor dem habe ich wirklich Angst. Und da werden wir das auch ein bisschen vergrößern für ihn. Damit wir das überhaupt bauen können. Wir werden einen freilassen. Erstmal, damit er das hier drinnen bauen kann. Erstmal, dass er dann zerstört hier. Und ja, Missy muss jetzt erstmal ordentlich forschen. Diese Disruptor-Fackeln, wenn wir die haben, dann bin ich mal gespannt. Ach ja, was ich noch erzählen wollte. Der Wiedergänger, der hat eine einzigartige Biosignatur. Weil man kann ihn irgendwie erforschen und der wird dann dadurch getrackt. Und jeder Wiedergänger hat eine einzigartige Biosignatur. Das heißt, wenn er wieder aufsteht, hat er eine andere. Dann musst du ihn wieder tracken. Und er kann wieder genau die gleiche Scheiße mit einer Kolonie abziehen. Also der ist wirklich übel. Den darf man nicht unterschätzen. Deswegen bin ich da jetzt auch so hinterher, den hier richtig gut einzusperren. Weil ich möchte nicht, dass der ausbricht. Ich habe da wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Dementsprechend werden wir hier alles, so gut es geht, dicht machen. Dass er auch nicht die geringste Chance hat, da rauszukommen. Ja, Disruptor-Fackeln müssen wir dann auch überall aufstellen in der Kolonie. Wenn der freikommt, dann werden wir hier ein richtiges Disruptor-Fackelparadies machen müssen. Sagt uns aber auch, was wir in der nächsten Kolonie machen müssen. Das finde ich ganz gut, dass wir das hiermit erforschen jetzt. Also allgemein das DLC erforschen mit diesem Durchgang, weil wir wissen dann genau, was wir beim nächsten Mal machen müssen. Ja, der Goldwürfel, der kann jetzt deaktiviert werden. Zerstöre den Goldwürfel, um seinen mentalen Einfluss zu brechen. Dies hat zur Folge, dass alle Personen, die unter dem Bann des Würfels stehen, vorübergehend in einen Berserker-Rausch verfallen. Befinden sie sich in einer Karawane, sind sie für immer verloren. Also werden wir die wahrscheinlich betäuben müssen, die Leute. Und dann können wir den deaktivieren. Und dann sind wir ihn los. Das werden wir auch tun, denke ich, in der nächsten Folge. Wir schauen mal. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir reden kurz über Kaffee. Also wer das hören möchte, kann gerne dranbleiben. Wer nicht, dann trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ich habe aufgehört, Kaffee zu trinken. Warum habe ich das getan? Nicht, weil ich hier irgendjemanden kaffeemadig machen möchte, sondern weil ich einfach merke, dass mein Schlaf ziemlich schlecht ist. Und ich trinke ziemlich viel Kaffee. Und ich bin so ein Mensch, ganz oder gar nicht. Also entweder ich trinke sehr viel Kaffee oder ich trinke sehr gar keinen Kaffee. Also es ist allgemein bei mir so ein Ding. Also entweder viel oder gar nicht. Vielleicht ist das auch so ein bisschen mangelnde Selbstkontrolle. Aber zum Glück nur bei Kaffee, nicht bei Alkohol oder sonst was. Wobei ich Alkohol auch ganz gar nicht trinke, nicht mehr. Wobei so ein Bier ab und zu mal bei einer Feier, da habe ich auch kein Problem mit. So, wo war mal genau Kaffee? Und ich muss euch sagen, wo ich früher meine Dosis reguliert hatte, ich hatte früher 3 Kannen mit jeweils 5-mal, also 5 so einen Scoops nennt man die. So ein Löffel-Dinger, ihr kennt die sicherlich. 5 so eine Scoops da pro Kanne, 3 Kannen am Tag. Ich bin dann runter auf 3 Kannen am Tag mit jeweils 2 Scoops. Also deutlich weniger. Im Grunde eigentlich fast nur noch eine Kanne. Und jetzt ganz runter. Und was mich immer gestört hat, deswegen ich wollte früher ganz runter und habe dann Acrylamid, mich ein bisschen mit Acrylamid beschäftigt. Das ist ein giftiger Stoff halt. Und bei diesen ganzen Kaffeeersatzprodukten ist der halt ziemlich stark drinne, weil natürlich die Industrie sich denkt, ja, scheiß drauf, ne, wir ballern einfach durch und rösten da halt das viel zu hoch. Und im Endeffekt ist dann Acrylamid da drinne. Nicht gerade wenig.
Und ich habe jetzt hier Lupinenkaffee und der schmeckt richtig scheiße, wenn man ihn hochröstet. Das heißt, die müssen das mild rösten. Und dann schmeckt der richtig gut. Und ich muss sagen, der schmeckt richtig lecker. Der schmeckt wirklich verdammt lecker. Das ist kein Kaffee. Ich möchte hier niemandem sagen, das ist Kaffee. Das ist einfach nur sehr, sehr leckerer Ersatz dafür. Schmeckt so ein bisschen schokoladig, ein bisschen... sieht auch aus wie Kaffee, sieht man vielleicht hier. Hat einen sehr schokoladigen, nussigen Geschmack. Ist sicherlich nicht jedem seins. Mir schmeckt er sehr gut. Und ich werde ihn auch weiter trinken. Und hoffe, dass ich die Tage dann mehr Energie habe, weil ich muss noch sehr, sehr viel arbeiten. Und ja, weil jetzt ein großes Projekt auf meinem Zweitkanal ansteht, habe ich da eigentlich gar keine Energie, ich meine Zeit für, aber muss sein. Ne? Ich möchte da gerne von runter, weil ich halt merke, mein Schlaf, der leidet halt sehr stark drunter. Meine Gesundheit ist mir da wichtiger. So, aber manche haben da gar keine Probleme mit. Deswegen möchte ich niemanden Kaffee madig machen. Ich liebe Kaffee. Super lecker. Aber, ja, ansonsten, Zweitkanal geht steil. Muss ich sagen, bin sehr erstaunt. Aber ist auch sehr viel Arbeit und ja, reden wir ein andermal drüber. Habe ich ja mal gesagt, irgendwann erzähle ich euch vielleicht mal davon. Etwas ausgiebiger. So, bis dann und tschüss.